Also wir haben hier einen sehr, sehr, sehr langen inneren Monolog, unterbrochen mit ganz fein ausgewählten Dialogen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch ein Buch vorstellen von einem Autor, den ich für mich entdeckt habe vor kurzem. Also beziehungsweise, was heißt vor kurzem, ist schon wieder fast ein Jahr her, aber es ist noch sehr aktuell, dass ich ihn ganz toll finde. Und ich habe ein weiteres Buch von ihm gelesen, mittlerweile habe ich 3 von ihm gelesen. Und möchte alle von ihm lesen, und zwar von Jean-Philippe Blondel, This is not a love song. Ja, ich habe von ihm gelesen Ein Winter in Paris und ich habe von ihm gelesen 6.41 Uhr und beide fand ich ganz toll. Und auch dieses Buch fand ich von der Geschichte her richtig gut. Mich hat eine Sache gestört, aber das ist was sehr Subjektives. Kommen wir aber erstmal zur Geschichte. Es geht hier um, wie heißt der Mann? Vincent. Er hat eine wirklich große Karriere in England. Er kommt eigentlich ursprünglich aus Frankreich und hat aber eine wirklich ganz große Karriere in England gestartet, weil er seine Frau kennengelernt hat und mit ihr nach England gezogen ist. Dort hat er ein großes Restaurantkette aufgemacht und hat wenig Kontakt zu seinen Eltern. Und nun möchte seine Frau aber alleine mit dem Kind verreisen. Und er weiß nicht so recht, was er mit sich anfangen soll, also reist er zu seinen Eltern für eine Woche, was er bisher noch niemals gemacht hat, weil er einfach seine Eltern sehr anstrengend findet. Wer findet das nicht? Und ja, und die halt sehr, sehr, sehr speziell sind, sehr eigen sind und er sich nicht vorstellen kann, eine Woche dort auszuhalten. Aber er beschließt mal, diese Woche zu machen und seine ganzen alten Freunde, seinen Bruder und zu besuchen. Nun ist er halt eine Woche dort und es passiert allerlei Begegnungen, die ihn immer wieder an Dinge erinnern, die vergangen sind, die passiert sind, die er vielleicht nicht so interpretiert hat, wie er sollte. Also wir haben hier einen sehr, sehr, sehr langen inneren Monolog, unterbrochen mit ganz fein ausgewählten Dialogen. Es gibt sehr wenig Dialoge, aber wenn die stattfinden, dann haben sie wirklich einen sehr großen Beitrag zur Geschichte. Sehr intensive Gespräche sind es dann, sehr ausführliche Gespräche, sehr tiefgründige Gespräche. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr toll. Mir hat wirklich der Schreibstil wieder gefallen. Es ist sehr poetisch, sehr metaphorisch. Es ist sehr, dieser innere Monolog, das mag ich total gerne, wenn man so in die wirklich tiefsten inneren Gedanken des Protagonisten geht und herausfindet, wie interpretiert er gerade diese Situation, die passiert. Wie hat er das gefühlt? Wie hat er das empfunden? Das fand ich großartig. Das liebe ich total gerne. Das Einzige, was ich hier nicht so gerne mochte, und das ist jetzt nicht ein direkter Spoiler, weil man nicht weiß, wer davon betroffen ist und wieso und weshalb, warum, aber es geht hier um Betrügen innerhalb einer Beziehung. Und das hat mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich mag nicht, wenn es in Geschichten über Lügen, Betrügen geht. Also, was heißt Lügen, Betrügen? Natürlich, wenn es Intrigen sind und dann gehört es dann dazu, dann erwarte ich das und dann habe ich die Erwartung irgendwie, das kommt dann vor. Bei solcher Geschichte, wenn es wirklich um Betrügen hinter dem Rücken von jemandem etwas tun und das über Jahre dann nicht erzählen, dann stößt es bei mir sauer auf. Und es war das etwas, was mich wirklich gestört hat an dieser Geschichte. Es ist aber wirklich das Einzige, was mich gestört hat. Ich mag die Geschichte trotzdem sehr, sehr gerne. Ich mag den Schreibstil des Autors. Ich finde es großartig, wie er Figuren beschreibt, wie er Zusammenhänge beschreibt. Ich finde wirklich, wirklich, ich kann euch wirklich seinen Schreibstil auf empfehlen. Es geht hier viel um Freundschaft, um Vertrauen, um für jemanden da sein. Inwieweit ist man für jemanden da? Wie kann man doch Situationen falsch interpretieren? Wie kann man vielleicht doch mal seine Hilfe anbieten, wenn Leute dir nicht zeigen, dass sie Hilfe brauchen, aber du irgendwie innerlich doch fühlst, dass irgendwas nicht stimmt, dass wir doch nicht weggucken. Also es gibt hier unglaublich viele Themengebiete, die angesprochen werden. Mich hat halt wirklich nur dieses eine Thema gestört, dass es halt eben um Betrügen geht und das über viele Jahre ein Geheimnis zu haben. In einer gut funktionierenden Beziehung ist das immer ganz für mich ganz fraglich und ich sehe den Rattenschwanz dahinter dran, was passiert, wenn
alle, die da drin hängen, irgendwie dann doch dahinter kommen. Also ich finde das immer super schwierig und ich mag einfach keine Geschichten, wo es um Betrügen geht. Also innerhalb einer Beziehung betrügen, das mag ich nicht so. Habe ich hier halt auch so nicht erwartet. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, dass es hier in dieser Geschichte passt. Ich weiß nicht, wieso ich das so sage, weil ich mag dieses Thema nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es in dieser Geschichte passt. Es macht für mich einen Sinn, warum das passiert. Es macht für mich einen nachvollziehbaren Grund. Auch wenn ich es immer noch nicht gutheiße, aber es macht für mich einen nachvollziehbaren Grund. Und also es ist für mich halt nachvollziehbar. Aber es ist halt trotzdem so, dass ich sage, ich finde es nicht gut. Aber wie gesagt, es ist eine super subjektive Meinung. Und das Ganze, worum es hier eigentlich geht und der ganze Hintergrund, warum dieses Betrügen stattfindet, wieso Vincent das alles so erlebt, wie er erlebt und was genau mit seinen ganzen Freunden ist und was passiert mit Menschen, wenn die sich so weit auseinander entwickeln, was passiert mit Menschen, wenn man alle Brücken hinter sich abreißt und. Das finde ich halt einfach ein unglaublich cooles Thema und sehr, sehr, sehr intensiv beschrieben. Also ich kann es euch trotzdem wie immer empfehlen. Ich finde Jean-Philippe Blondel wirklich großartig. Ich habe noch 2 Bücher von ihm hier liegen, die werde ich definitiv in der nächsten Zeit lesen. Sie sind schnell gelesen, weil es immer so Texte sind, die maximal bis 200, gut, dieses halt eher 220 Seiten, aber mein Gott, es ist super schnell gelesen. Und die anderen Bücher von ihm hatten nicht mal 200 Seiten, die ich gelesen habe. Also von daher wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz tollen Schreibstil. Es ist jetzt nicht seine allerbeste Geschichte, ich fand die 2 Geschichten davor viel besser, aber dennoch empfehlenswert. Und ihr werdet auf jeden Fall von diesem Autor noch viel mehr auf meinem Kanal sehen. Ich finde ihn toll. Habt ihr was gelesen? Wie steht ihr zum Thema Betrügen innerhalb von Beziehungen und Lügen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Bis dann.